Mit 8 Jahren stand sie das erste Mal auf die Bühne. Sie hat ein sonniges Gemüt und sie hat unter anderem in Love Machine mitgespielt. Ich freue mich sehr, heute mit ihr zu plaudern. Hallo Ulrike Baumbold, ich freue mich sehr. Hallo liebe Kanja, ich freue mich auch. Mit 8 Jahren bist du ja das erste Mal auf der Bühne gestanden. Wie kam es zu diesem Auftritt? Kanja, jetzt muss ich dich zuerst was fragen. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 13 geworden. Du bist 13 geworden. Ich beantworte dann gleich deine Frage, aber wie kommt es, dass du so viele tolle Persönlichkeiten interviewen kannst? Es ist ein Interview von der Kanja mit mir, aber es gibt halt ein paar Fragen, die mich wirklich brennend interessieren. Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil die kann ich selber gar nicht so gut beantworten. Ich bin einfach unendlich dankbar und so froh, dass das so gut klappt, weil ich jetzt auch einfach wirklich Gäste bekomme, die ich mir schon sehr, sehr lange wünsche und auch so tolle Gäste, wo ich mir jetzt niemals gedacht hätte. Und darum auch vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, weil das ist nicht selbstverständlich. Und ist das ein Berufswunsch von dir? Oder, das ist, also, oder, was, oder wärst du gern Schauspielerin? Oder ich habe gesehen, du hast ja mit Sportlern, du hast ja mit Persönlichkeiten aus allen Facetten hast du dir zu deinem Podcast geholt. Gibt es da einen Berufswunsch für dich? Und dann bin ich gleich fertig mit Fragen und beantworte gleich. Ich finde das cool, dass du dich da so informiert hast, weil das machen nicht sehr viele. Ich habe ja reingeschaut, wer da meine Interviewpartnerin ist, klar. Aber das ist eine sehr gute Frage, weil ich weiß es noch nicht. Ich möchte zum Film, aber ob Schauspielerin, Regieassistenz oder was anderes, da bin ich mir noch nicht so sicher. Oder Radio, ich weiß nicht. Aber jedenfalls in dieses Berufsfeld. Schon, also ja. Nicht Fußballerin. Nein. Na, weißt du, das ist insofern interessant, weil um auf deine Frage zurückzukommen, sagen ja viele, ja, und das ist ja so toll und da hast du dir da was überlegt, dass du Schauspielerin werden willst. Und bei mir war es von Anfang an klar. Und es klingt wie eine erfundene, lustige Geschichte. Bei mir war es definitiv so, mein Berufswunsch ist losgegangen, als das Kasperl in den Kindergarten kam. Also ich habe mit 4 Jahren das Kasperl gesehen, war immer die ganz vorne an der Bühne geklebt ist. Und ab dem Moment wusste ich, ich will auf eine Bühne gehen oder vor eine Kamera, das habe ich mit 4 noch nicht gewusst, und will Geschichten erzählen. Und dann sind eben Kinder gesucht worden für ein Stück im Burgtheater, das hieß Der Diamant des Geisterkönigs von Raimund. Und ja, dann habe ich meinen Eltern keine Ruhe mehr gelassen, wahrscheinlich so wie du mit deinen Eltern. Und habe dann im Burgtheater zum ersten Mal eine Kinderrolle gespielt und auch eine ganz wichtige Rolle. Ich durfte einen Pudel geben. Also ich habe auch einen Hund gespielt, der gebellt hat und gejault hat. Und so bin ich mit 8 Jahren ans Burgtheater gekommen. Na, eine sehr lustige Rolle als Pudel. Ja, stimmt. Als du als Achtjährige auf die Bühne betreten hast, hast du ja selber schon gesagt, dass es klar war, dass es dein Beruf ist, dass das Theater dein Zuhause ist. Dann war dir dein Weg ja als Schauspielerin schon vorgegeben, wie du es selber gesagt hast. Aber war das dann schwer, sich vom Burgtheater zu trennen? Ja, ich habe ehrlicherweise, also meine Karriere läuft ja sehr gut. Meine Schulkarriere war eher nicht so brillant. Ich habe immer gesagt, ich habe einen Einser gehabt, aber meistens nach dem Komma, also 3,1 Notendurchschnitt oder so. Und ich wollte immer wieder zurück und bin dann, ich habe auch in der Schule mich eigentlich gerettet durchs Theaterspielen. Ich habe jede Schüleraufführung mitgemacht, also in meinem Fall Schülerinnenaufführung, weil ich war in einer reinen Mädchenschule und bin dann, wie ich zu sagen pflege, mit 15 ans Burgtheater zurückgekehrt, weil ich war nicht mehr zu halten. Und dann gab es ein Vorsprechen im Burgtheater, da haben sie junge Mädchen gesucht und ich habe deswegen gefragt, wie alt du bist, weil jetzt als erwachsene Frau ist es für mich fast gar nicht mehr zu fangen, wie das damals war. Also ich war 2 Jahre älter als du jetzt und ab dann ist mein Berufsleben total losgegangen, weil ich mit 15 dann eben ans Burgtheater zurückgekehrt bin. Was ich mich eben frage, weil mein Berufswunsch war eigentlich, seitdem ich
klein bin, ich mache das ja schon ziemlich lange, das Schauspiel, Schauspielerin. Ja. Aber irgendwie habe ich mir immer gedacht, man braucht doch einen Plan B, weil es kann immer aufhören. Und jetzt hatte ich eben Christoph Fäbel zum Interview und der hat auch gesagt, dass er jetzt wahrscheinlich ab Jänner in der Gastronomie arbeiten werden wird. Und das ist halt immer meine Angst, dass es immer vorbei sein kann oder so. Also man muss doch immer einen Plan B haben, oder nicht? Möchte ich zwei Sachen dazu sagen. Lustigerweise mit Christoph Fäbel habe ich ja jahrelang Dolce Vita gespielt und da hat ja er den Koch gespielt, also er kehrt eigentlich wieder zurück, weil auch damals war er schon in der Gastronomie. Und zu deiner Frage mit der Angst, finde ich berechtigt, möchte dir aber gerne etwas mit auf den Weg geben. Wir können nicht wissen, was in der Zukunft passiert. Und für mich war immer klar, dass mein Sehnen nach diesem Beruf so stark war, das ist ja auch bei jedem Menschen anders, dass es nichts mehr daneben geht. Und ich würde dir gerne mit auf den Weg geben, dein Sehnen zu nähern und nicht deine Angst. Und das Leben wird es schreiben. Wir gehen unser Leben, indem wir einen Fuß nach dem anderen auf die Erde setzen und darunter entwickelt sich das Leben. Und ich würde dir gerne die Angst nehmen. Man kann sicher über Dinge nachdenken, aber ich würde mehr mich an deiner Stelle, oder wenn ich dir das als Rat mitgeben darf, auf dein Sehnen, auf deine Freude, auf dein Glück konzentrieren. Weil die Angst ist etwas Mentales. Ja? Es sagt dir jemand im Kopf, aber es könnte schief gehen und es muss doch. Zum Beispiel mein lieber Vater und meine liebe Mutti, beide schon im Himmel, der war ganz, also wie ich keine Matura gemacht habe, erschüttert, ja, weil der hat natürlich Angst gehabt, dass er eine Tochter hat, die dann irgendwann keinen Beruf hat oder es schwierig wird. Und bei mir war der Drang und die Sehnsucht so groß, ja. Und dir aber möchte ich bitte sagen, freu dich drauf und ja, nimm das Glück und die Freude darauf wichtiger als die Angst. Dankeschön, das werde ich mir auf jeden Fall merken. Gerne. Du machst dir deine jeweilige Rolle zur Freundin, musst sie dann aber gehen lassen. Ja. Und darfst sie nicht widerrufen. Wie schaltest du ab, damit sie nicht wiederkommt? Oder damit du sie nicht weiter mitnimmst? Gute Frage. Gute Frage. Ich schalte sie nicht ab. Es ist so, also mittlerweile ist da ein großer Freundinnenpool an Rollen. Das habe ich mal im Interview gesagt mit der Freundin. Ja. Gut recherchiert. Das ist so. Es ist wie, also es gibt ja zum Glück, weil du Love Machine erwähnt hast, Freundinnen, die bleiben. Also gibt es Love Machine 1 und Love Machine 2. Oder wenn man Serien dreht, begegnet man ja diesen Menschen immer wieder. Weil mir ist ganz wichtig, dass das keine Rolle ist, sondern ein Mensch, der sein Leben auffächert und zeigt dem Publikum. Und dann ist es so, ich halte das mir so, dass es wie eine Freundin ist, die nach Amerika gezogen ist. Und ich für mich mache aber dann nicht so, dass ich gedanklich diese Freundin anrufe und sage, wie geht's dir jetzt und wie ist dein Leben und hält deine Ehe noch oder bist du noch Rechtsanwältin oder hast du als Architektin ein neues Haus entworfen, sondern wenn die sich bei mir melden wollen und sich in Erinnerung rufen wollen, dann dürfen sie das. Aber die meisten sind gut verteilt und beschäftigen mich nicht mehr jetzt 24 Stunden. Das ist wichtig, ja. Dass man das gehen lässt. Aber das ist auch ein Prozess in dem Beruf, der unterschätzt wird. Weil wenn man zum Beispiel für ein Theater probiert man 2 Monate, dann spielt man es über Jahre. Und das ist dann schon manchmal, also zum Beispiel letzte Drehtage sind tränenreich. Ja, das kenne ich. Ich habe immer am Set geweint. Was hast du gedreht oder gemacht? Einiges, also sehr viel Komparserie. Das gehört aber, glaube ich, beim Anfang dazu. Und jetzt bei Servian. Da hatte ich eine Nebenrolle und das war für die Filmakademie, habe ich einen Film gedreht, das ist auf jeden Fall mein liebstes Projekt. Ja. Das war eine Hauptrolle und da war es sehr, sehr schwer loszulassen. Also dann noch bei der Abschlussfeier, das war... Was hast du gespielt? Was war, darfst du das sagen? Ja, das ist, wie gesagt, für Studenten ein Film. Da war ich so dieses kecke Mädchen, das den Nachbarsjungen ins Haus holt und das ist... Das war meine erste Hauptrolle und da war auch meine einzige, aber das habe ich mit 9 gemacht und was ich merke, und das sagt die Mama mir auch, ich habe mehr Druck, ich habe nicht mehr diesen Spaß am Spielen, ich habe Druck, ich möchte das besser machen, ich möchte, dass die Leute einen guten Eindruck von mir haben. Lass das.
Lass das weg. Wirklich. Genieße es wie einen Urlaub. Wirklich, weil der Druck wird dann immer größer. Lass es weg. Das ist, weißt du, ich hab Kollegen manchmal, wo ich mir denke, wenn sie so, also jeder muss das für sich natürlich selber entwickeln und selber leben, aber wo ich denke, das ist doch wie das Leben. Weißt du, es gibt einen Spruch von mir, der heißt, Arbeitszeit ist Lebenszeit und ich will eine schöne Lebenszeit haben. Und dann manchmal, wenn auch bei mir, also ich habe, vielleicht ist das eine Frage auf deinem Zettel, ich habe Lampenfieber, Gott sei Dank nie gehabt, aber wenn eine Form von Nervosität kommt, dann wandle ich die um in Konzentration. Und ich weiß für mich, das dürfen nicht viele erleben, viele wünschen sich, dass sie sowas erleben und dann möchte ich das einfach nur genießen. Als Geschenk, dass das in einem Leben passiert, dass man das voll auskosten kann. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Auf die Bühne zu gehen und eine Geschichte zu erzählen, ganz einfach, ohne viel darum. Ist das die eigentliche Kunst am Schauspiel, die Geschichte dem Publikum gut rüberzubringen? Meine Erfahrung in dem Beruf ist, dass Schauspieler das so unterschiedlich sehen, wie Menschen ihr Leben sehen. Also wenn man sagt, was bedeutet für dich Liebe, was bedeutet für mich Liebe, ist das zwar so ein wichtiger Begriff, aber für jeden bedeutet es doch etwas anderes. Ja? Und für mich bedeutet der Beruf, Geschichten zu erzählen, aber sie so zu erzählen, dass die Menschen emotional eintauchen können. Also es gibt so viele verschiedene Varianten, diesen Beruf auszuüben. Und ich bin jemand, der gerne aufmacht. Ich möchte, dass die Leute berührt sind. Ich möchte, dass sie mitleben können. Ich möchte auch, dass ich in den Hintergrund trete und ich diese Geschichte dieser Figur, dieses Menschen, dieser Frau verkörpere. So sehe ich diesen Beruf. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Ansicht. Wie war deine Schauspielausbildung? Interessant. Ich bin mit 15 zum Reinhardt-Seminar marschiert und bin mit diesen Vorsprechrollen auf die Bühne gegangen, im Schloss Theater in Schönbrunn. Und dann haben die Prüfer auf den Zettel geschaut und gesagt, sie sind ja erst 15. Und damals war eine Aufnahmesperre ab 16 durfte man, jetzt ist es glaube ich 18, also man darf erst ab 18 dort antreten. Und dann war ich ehrlich, ich habe gesagt, ja, ich bin erst 15. Und dann haben sie gesagt, ja, aber dann sind sie zu jung. Kommen sie nächstes Jahr wieder, da kann das Talent nur noch größer sein. Ist sehr traurig. Dann kam die berühmte Susi Nicoletti und hat gesagt, mach dir nichts draus, wenn du gut bist, wirst du uns nicht brauchen. Und dann bin ich an eine Privatschauspielschule gegangen, zur Schauspielschule Kraus. Und 3 Monate später war ein Vorsprechen am Burgtheater. Und da bin ich hin und dann bin ich genommen worden. Und dann habe ich parallel Schauspielschule gemacht, Musical-Ausbildung und das Burgtheater. Und nach einem Jahr und 8 Monaten war wieder, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das heißt paritätische Kommissionsprüfung. Also da kommen dann Prüfer in die Schule und nehmen die Prüfung ab und dann war erster Jahrgang, sind die Namen genannt worden, zweiter Jahrgang und ich war nicht dabei. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich durchgefallen. Und dann haben sie gesagt, dritter Jahrgang, ich bin am Burgtheater, ich kann hier nichts mehr lernen, sie schenken mir den Abschluss. Und das war im ersten Moment natürlich eine große Freude, aber im zweiten, ich war 17, sind alle meine Freunde weggebrochen, weil die Schauspielschule war ja auch ein Zuhause für mich. Und dann war ich mit 17 fertige Schauspielerin. Und ich weiß mittlerweile, das ist jetzt einige Jahrzehnte her, in dem Beruf wie im Leben ist man nie fertig. Es gibt immer wieder was zu lernen und vor allem zu entdecken. Und gab es etwas, an dem du in der Schauspielschule gescheitert bist? In der Schauspielschule? Mhm. Also gescheitert, meinst du jetzt an Rollen oder? Irgendeine Situation, die für dich richtig schwer war, die du, wie soll ich sagen, die du nicht gemeistert hast? Also
Ich erzähle jetzt was, was ich so auch noch nie erzählt habe, öffentlich. Und ich habe immer großes Verständnis für Menschen und ich weiß, dass Menschen aus sich heraus, aus ihrer Geschichte so reagieren, wie sie reagieren. Aber ich hatte einen sehr strengen Lehrer, der, um es mal vorsichtig zu sagen, nicht ganz so freundlich. Und ich glaube, das kennen wir alle. Wir bekommen, wie ist die Mehrzahl von Lob, Lobe? Also wir kennen doch das dann, dass viele Leute sehr viel Schönes und Nettes und Feines über einen sagen und dann sagt einer was nicht so Nettes. Und wir merken uns nicht die 10, die was Schönes gesagt haben, sondern das ist so wie ein kleines Teufelchen, das einem immer wieder diesen Satz sagt. Und auch da war das für mich so, dass mir das sehr eingefahren ist ins System. Ich viel daran zu kniefeln hatte und irgendwann entschlossen habe, nein, ich werde mir nicht diesen Satz merken. Ich werde mir merken, wie ich mich fühle, wenn mich jemand versteht, wenn mich jemand sieht, wenn mich jemand produktiv aufbaut, wenn mich jemand lobt. Und dann war das ein Moment, wo ich mir gedacht habe, und das habe ich in anderen Situationen in dem Beruf auch noch für mich erfahren dürfen, ich habe gewusst, falls ich mal, und das ist für eine 15-Jährige gar nicht so leicht zu verstehen, aber falls ich mal in eine Position komme, die unter Anführungszeichen mit Macht zu tun hat oder jemanden habe, mit dem ich arbeite, wie zum Beispiel, weißt du, das ist auch bei Garderobierinnen oder Maskenbildnerinnen oder so, ich habe es mir zur Prämisse gemacht, mich selber und Leute zu heben. Das heißt nicht, dass man sie falsch loben soll, wenn man es gerade nicht so empfindet, aber produktiv miteinander zu reden, bringt immer was. Und deswegen war das zwar ein nicht so hübsches Erlebnis, aber es hat mich etwas fürs Leben gelehrt. Du hast mal gesagt, dass du alles auf dich zukommen lässt und dein Motto ist oder war, wer kein Ziel hat, kann sich nicht verlaufen. Ja. Und ich finde das so cool und ich bin sowas von deiner Meinung. Aber da habe ich mit der Mama darüber geredet und die Mama hat gesagt, aber wenn man kein Ziel hat, kann man ja auch nicht ankommen. Ja, das verstehe ich. Und wie wir merken, alles hat seine Berechtigung. Ich habe nur für mich gemerkt, wenn ich ein Ziel habe und ich will dort ankommen und sagen wir mal, ich habe nur den Tunnelblick und da auf der Seite will sich aber irgendwas Wunderschönes zeigen, was hier in den Weg kommen will. Und ich lasse das nicht offen, was nicht heißt, dass ich zielorientiert sein kann, dass ich sage, ich will dorthin, aber ich bleibe so weich, so flexibel, dass wenn sich da was zeigen will, vielleicht auch sogar, wo ich abbiegen will, weil ich merke, das gefällt mir mehr. Ja? Schau, wenn du dir jetzt zum Beispiel vornimmst, du willst nur das machen, aber es kommt etwas herein, wo du sagst, oh, da fühle ich mich jetzt noch wohler, das gefällt mir noch besser, dann möchte ich für mich das nicht ausschließen. Und deswegen ist es manchmal so, wenn man ein Ziel hat, dann verläuft man sich vielleicht, weil man das andere, das auch reinkommen will, gar nicht sehen kann. Also ich finde das Motto ja extrem cool. Das freut mich. Weil ich war immer nur auf Schauspiel fixiert. Ich wollte immer nur Schauspielerin werden. Und jetzt durchs Interviewen irgendwie habe ich so viele andere Möglichkeiten kennengelernt und so viele andere, Berufe kann ich, andere Berufe kennengelernt. Und als ich das gehört habe, ich fand das sehr cool. Also aber Kanja, darf ich dir noch was mitgeben aus ich meine, das ganz liebevoll? Ja. Ich habe sehr lang auch geglaubt, entweder oder. Mhm. Also wenn ich das mache, geht das nicht. Ziemlich früh in meiner Karriere war es so, dass ich am Burgtheater war, dass ich in Operette gesungen habe, dass ich Filme gedreht habe. Und dann bin ich in Interview gefragt, sind Sie am Burgtheater, wie können Sie? Und irgendwann habe ich für mich gemerkt, ich bin so wie ein Tortenstück, also eine große Torte und die hat verschiedene Stücke. Und warum soll ich nicht jedes Tortenstück auskosten? Und dieses Entweder-Oder macht einen zu. Und ich bin mittlerweile
sowohl als auch. Nur weil du das eine machst, heißt das nicht, dass du das andere nicht machen kannst. Wir haben so eine vielfältige Welt und das heißt ja auch nicht immer, weißt du, dass alles für eine Zeit lang bleibt. Du kannst ja 2 Jahre das machen, dann das machen und man kann es auch, wie man sieht, parallel machen. Also ich weiß nicht, ob du den Film Superwelt gesehen hast, das ist ein ganz ernsthafter, tiefgehender Film und daneben kann man blödeln in was gibt es Neues. So sind wir Menschen. Wir haben so eine Palette in uns und so finde ich das im Leben als auch im Beruf und in der Berufung auch möglich. Das werde ich mir auch merken, weil ich finde, man sollte einfach alles ausprobieren und dann ist vielleicht irgendwann mal das Richtige dabei oder auch nicht. Vielleicht werde ich mich in eine ganz andere Richtung bewegen, aber ja. Und ich habe auch Dinge für mich festgestellt, nach denen, da wollte ich hingreifen und habe gedacht, das ist so toll. Und dann habe ich gemerkt, naja, so viel Spaß macht es mir jetzt auch nicht. Also auch durch Ausprobieren, auch dann durch Ausschluss, wo man sagt, ah nein. Und manchmal kann es aber dann auch sein, dass es einem 4 Jahre später wieder gefällt. Also einfach dieses sich offen halten ist überhaupt gut. Fritz Mulja hat einmal die Probe wegen dir abgebrochen und hat die Bühne verlassen. Du bist dir mit deiner jugendlichen Art hinterhergelaufen. Gut recherchiert. Was damals eher unerwünscht war. Oder unüblich, sagen wir es eher so. Und er war eine Respektperson. Heute sind alle am Set so fürsorglich und bei du und halt so wie eine Familie. Hat sich da viel verändert von früher bis jetzt, heute? Ich glaube, der Unterschied war auch immer bei Film und Theater. Also Film war sowieso mehr diese Familie, die für diese Zeit lang zusammenkommt. Für mich hat sich schon verändert, weil ich natürlich noch in eine Zeit hineingekommen bin. Ich habe mit Paula Wessely gespielt, mit Adela Hörbig, also mit so ganz großen Namen, so Granden dieses Berufes. Und das ist, über die Zeit hat sich das schon aufgeweicht und die Menschen vor der Kamera, hinter der Kamera, auf der Bühne, hinter der Bühne haben immer mehr und mehr verstanden, dass dieser Beruf Teamwork ist. Es geht nicht ohne einander. Und ich kann noch so gut sein, wenn das Licht, wenn ich im Dunkeln stehe, werde ich nicht leuchten können. Also für mich ist ganz klar, dass es großes Teamwork ist, dieser Beruf. Definitiv. Und man sollte sich auch mit allen eigentlich gut verstehen, weil ich finde, wenn du dich mit deinen Schauspielkollegen nicht so gut verstehst, funktioniert das einfach nicht so gut. Weißt du, das kann man sich nicht immer aussuchen, weil wir sind so unterschiedlich. Aber es gibt den Willen dazu, zu verstehen, es miteinander zu machen. Das ist das, was wichtig ist, finde ich. Und Fritz Mulja hat dir gelernt, wie man richtig Pointen setzt. Würdest du Schauspielunterricht geben? Habe ich schon, mache ich auch. Sehr interessant. Ich sehe ein leichtes Blitzen in den Augen. Du stellst den neuen Love Machine Film die Frau Ferstl dar. Ja, wie im ersten auch. Also die Figur kam wieder, der Mensch kam wieder zu mir. Ja. Gibt es da Ähnlichkeiten, also zwischen dir und der Frau Ferstl? Einmal das blonde Haar. Ja. Das liegt sehr viel Wert auf ihr Haar, die Frau Ferstl. Ähnlichkeiten. Also zum Beispiel, wie ich als Chefin bin, also wie ich als Chefin wäre, ich Ulrike, entspricht nicht dem, wie die Frau Ferstl als Chefin ist, wobei sie am Schluss, ich will nicht zu viel verraten, aber der Film ist ja bereits in den Kinos, zeigt, dass sie eine harte Schale hat und einen weichen Kern. Und die Gitti, ihre Angestellte, die Schwester von George Hillmeyer, sehr gern hat. Und ja, man findet immer wieder Ansatzpunkte, also dass sie sich gern hübsch anzieht und dass sie einfach auch gern wo mit dabei ist, was ja viele Menschen haben. Und ja, aber sonst ist sie schon, sagen wir mal, ist es ein Mensch, den ich zu mir hergeholt habe, der nicht gleich ganz da so steht. Ja. Du kennst keine Eitelkeiten beim Spielen. Ist es eine Voraussetzung für eine gute Schauspielerin oder Schauspieler? Sagen wir mal, es ist nützlich. Also, es ist eine gute Voraussetzung. Also mich hat immer interessiert das Innenleben dieser Menschen
Und wenn eine Frau in mein Arbeitsfeld kommt, die gebrochen ist, die gerade ein Schicksal erfahren hat, dann sehe ich keinerlei Veranlassung, ihr Wimperntusche drauf zu geben. Und kann man sich dann besser in die Rollen hineinversetzen, wenn man keine Etiketten beim Spielen kennt? Ja, und es ist diese Herausforderung, dem so nah wie möglich zu kommen, das hilft insofern, als dass man dann ihr die Möglichkeit gibt, wirklich durchzuscheinen. Also ich glaube gerade, also was ich erwähnt habe bei solchen Figuren, wenn man die dann zuschminkt, dann ist es fast, wie wenn man eine Barriere hat. Ja. Viele Künstler in deiner Generation meiden bewusst soziale Medien, du nicht. Du bist ja ziemlich aktiv auf Insta und so. Warum? Weil man mit der Zeit geht, also ich sage jetzt was ganz anderes, zum Beispiel Online-Banking, wenn man da nicht mitmacht, ist man irgendwann verloren. Also immer dieses, es nützt ja nichts, man kann ja sagen, ich verweigere mich, aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage, ohne Handy parken wäre es schlecht. Ja? Also es ist einfach leichter als, oh, ich habe die Scheine nicht. Es ist einfach so, ich habe es mir nicht ausgesucht, so läuft die Welt. Ja? Also man könnte ja auch noch in Pferdekutschen durch die Gegend fahren, aber wir fahren halt jetzt Autos. Und so ist das mit solchen sozialen Medien auch. Es ist Teil unserer Welt. Und natürlich verwende ich es als Künstlerin, um Projekte zu promoten oder meine Follower, wie es so schön heißt, Anteil haben zu lassen an dem, was ich gerade beruflich erlebe. Aber wie du vielleicht auf Facebook merkst, ich verwende dieses Medium auch sehr gerne, um meine philosophischen Gedanken zu teilen, um Ereignisse, die gerade die Welt betreffen, entweder die äußere oder auch meine innere, zu schreiben, weil Schreiben für mich ein großes Glück ist. Ich liebe es zu schreiben. Man kann ja bei der Ulrike Bamboldt auf Insta vorbeischauen, kann man gleich ein bisschen Werbung machen. Und auf Facebook. Ja. Manchmal sind nämlich meine Texte auf Facebook so lang, dass ich sie gar nicht rüberbringe auf Insta. Ja. Parfüm findest du sei Umweltverschmutzung für die Nase. Du möchtest gerne die Natur riechen. Ja. Wie riecht für dich die Natur? Auch eine gute Frage. Weißt du, liebe Kanja, es gibt Leute, also ich gehe dann zum Beispiel mal eine Rose kaufen und dann sagt die liebe Dame dort, die riecht nicht. Dann sage ich, es stimmt nicht. Für mich riecht, alles riecht. Das Mikrofon riecht, wirklich die Kerze. Mein Geruchssinn ist, ich finde auch der Holztisch, dieses Lokal hier, es riecht alles. Und darum... Es ist einfach eine Welt, die einem vieles schenken kann. Ich glaube, es kommt auch darauf an, wie man, mit welchen Augen man die Welt sieht. Also wenn man irgendwie alles blöd findet und so, dann riecht man auch irgendwie nichts. Das ist sehr gescheit. Das ist mir gerade eingefallen. Gedanken verfertigen sich, während man denkt, spricht man und dann kommt ein Gedanke raus. Ja. Als Fehmarn ins Burgtheater kam, hast du eine andere Seite des Berufs kennengelernt. Mhm. Also, wie flexibel muss man als Schauspielerin sein, weil jeder Regisseur und jeder Intendant ist ja anders. Mhm. Ja, das ist einer der Haupteigenschaften dieses Berufes. Auch zu verstehen, dass es keinerlei Gleichmäßigkeit gibt. Weder in der Zeit noch in dem, was man macht. Ja, du weißt es ja von dir selber. Dreht man, wird man sehr früh abgeholt, also manchmal 4.30 Uhr, dann dreht man den ganzen Tag. Spielt man eine Rolle im Theater, probt man in der Früh, dann spielt man wieder in der Nacht, dann kommt man erst um 2 Uhr nach Hause. Und so wie du sagst, jeder Regisseur ist anders, jeder Intendant möchte etwas anderes. Film, das Set, kaum hat man, spielt man eine Rolle als Ehefrau und Mutter, hat man ein ganzes Haus mit Familie, ist wieder weg, dann hat man ein Architekturbüro. Also es ist so unterschiedlich. Das heißt, Flexibilität ist einer der wichtigsten Charaktereigenschaften dieses Berufes. Das hilft, weil es gibt keinen Status quo in nichts. Nicht, also wenn mich manchmal welche fragen, wann haben Sie, also wenn man einen Termin hat, ja, wann haben Sie Zeit, sage ich, das ist so unter. Es gibt ja dann Menschen, die sagen, ich habe am Donnerstag ab 14 Uhr Zeit. Das gibt es halt in dem Beruf nicht. Und
Ich habe aber gemerkt über die Jahre, dass ich das schön finde. Obwohl ich Stier bin, ich weiß nicht, ob dich für Horoskope interessiert, und doppelter Stier, der eigentlich immer alles gleich haben will und das gewohnt haben will, habe ich einen Beruf, der ununterbrochen etwas anderes von einem verlangt. Schau. Auch Orte, Rollen, Leute, Menschen, Kollegen, ja. Schauspiel ist immer unterschiedlich. Ja. Du bist bei Dancing Stars aufgetreten. Mhm. Hast du vorher schon gerne getanzt? Ich habe immer gerne getanzt, aber weißt du, das ist in dem Beruf ist es so, also jetzt was Tänzer gerade betrifft, was ist Tanzen? Es gibt Hip-Hop, es gibt Jazz, es gibt Ballett und ich habe Jazzunterricht genommen, aber diese Form von Standard und Latein, also Paartanz, habe ich vorher noch nicht getanzt gehabt. Und tanzt du jetzt noch immer gerne? Ich tanze sehr gerne, ich liebe Tanzen. Nicht unbedingt Paartanz, aber ich für mich tanze immer. Also ich würde auch gerne Paartanz machen, aber das ist manchmal zeitlich und da hat man einen Tanzpartner und so, ja. Aber ich liebe Tanz. Du bist ja eine sehr herzliche und positive Person. Dankeschön. Lachen ist deine Ideologie. Mhm. Das finde ich sehr schön, dass du vor allem, dass du die Welt so siehst mit offenen Augen und eigentlich sehr oft glücklich bist. Das könnte ich nicht. Also die Mama meint, da stimme ich jetzt nicht voll und ganz zu, dass ich ein kleiner Muffel bin. Oh. Aber ja. Weißt du, Camilla, das ist ein interessanter Punkt, ja. Ich bin eine blonde, lustige Person, ich bin ein Wiener Mädel. Aber ich sage sehr gerne, dass das nicht etwas ist, was mir in die Wiege gelegt worden ist, im Sinne von meine Helligkeit und meine Lustigkeit. Es ist etwas, gerade auch was Humor betrifft, ich finde, guter Humor entsteht immer aus einer inneren Tiefe heraus. Und ich bin jemand, der nicht immer glücklich ist. Aber ich entscheide mich gerade, wenn ich mit anderen Menschen dazukomme, also zusammenkomme, ich entscheide mich, wie ich mal in einem Interview gesagt habe, immer gerne für die Helligkeit. Das ist eine Entscheidungsfrage. Und ich finde das aber wichtig zu verstehen. Wir alle haben unsere traurigen Seiten. Ich kenne Melancholie sehr gut. Ich kenne Nachdenklichkeit sehr gut. Und dennoch entscheide ich mich dann dafür, hell zu sein. Und es ist auch wichtig, sich den traurigen Seiten, den dunklen Seiten oder wie es heißt, sich den Schattenseiten zu stellen. Das ist etwas, wo ich gerne genau hinschaue, aber mich dann, gerade im Umgang mit anderen Menschen oder ich von meiner inneren Welt her zu sagen, ich habe diese Traurigkeit, ich kenne diese Dunkelheit, ich kenne das alles und jetzt entscheide ich, jetzt gehe ich da durch und dann entscheide ich mich wieder dafür, hell und freundlich und lieb zu sein. Das ist eine Entscheidung. Das ist nicht etwas, was so passiert bei mir. Das ist vor allem sehr interessant zu wissen, weil man sieht dich eigentlich ja fast immer nur glücklich und immer am Strahlen, aber man kann ja eigentlich nicht immer glücklich sein und darum... Das ist nicht das Leben. Das Leben ist eine Wellenform und die gilt es zu surfen. Du singst ja auch gerne. Ich liebe es. Du wolltest mal einen Liederabend machen mit deinen eigenen Liedern. Was ist da aus der Idee geworden oder aus dem Projekt? Danke für den Hinweis. Es rückt immer näher. Ich schreibe meine eigenen Lieder und bin immer wieder dabei, mit Musikern zu arbeiten. Es gibt ein sehr schönes Projekt, das ich jetzt wahrscheinlich nicht verraten darf. Ich sage nur so viel wie Duett. Ich sage nur so viel. Und das kommt immer näher. Ja, das ist etwas, was definitiv on my list steht. Ja, dann bin ich sehr gespannt und das werde ich mir sicher sogar anschauen mit der Mama. Danke. Deine Regie hast du, wie du gesagt hast, im altmodischen Sinn geführt. Habe ich das gesagt? Das hast du mal in einem Interview gesagt. Im altmodischen? Ja. Ich möchte mich verbessern. Gibt es Geschichten, die nicht ins Moderne gehören? Aha, okay. Vielleicht habe ich traditionsreich gesagt, habe ich altmodisch gesagt, na gut. Es ist auch, was man damals sagt, muss ja auch nicht immer stimmen, was man übereinstimmen mit dem, was man heute sagt. Ja, weißt du, ich habe gerade am Burgtheater
einige Stücke, wie zum Beispiel Shakespeares Sommernachtstraum, sehr oft gesehen, sehr oft gespielt. Und für mich ist es so, es gibt Stücke, die gehören in die Zeit, wo sie geschrieben worden sind, weil Bilder, die damals geschaffen worden sind, weil sie eben so waren, sind nicht immer übertragbar ins Jetzt. Und manchmal war es für mich so, gerade am Theater, dass ein Stück schon so oft inszeniert worden ist und dass man dann eine Idee auf die andere draufgepfropft hat, um was zu erzählen, was noch nie erzählt worden ist. Und manchmal nur für mich, ja, jeder darf seine Meinung haben, ist das aber nicht drinnen, was auf dieses Stück draufgepfropft worden ist. Und ich erzähle gerne Geschichten in dem Kontext, von wem und zu welcher Zeit sie erzählt worden sind. Das heißt nicht, dass man ihnen einen eigenen Strich draufgeben kann, dass man sie in etwas kleidet, was den eigenen Ideen entspricht. Aber sie so ganz rauszunehmen aus der Zeit, funktioniert für mich nicht immer. Früher hatte jede deiner Rollen einen bestimmten Parfümduft. Mhm. Wonach hast du den Duft ausgesucht? Ja, da habe ich also ganz klar geschaut, ist das eine reiche Frau, ist das eine arme Frau, ist das jemand, die weit reist, ist es jemand, der sexy sein will, ist es jemand, der eher zurückgezogen ist, der nicht auffallen will. Es gibt ja Düfte, die empfangen einen ja schon 3 Meter, bevor die Person hereinkommt. Also nach diesen Parametern habe ich das ausgesucht. Und wonach würde die Frau Ferstl riechen? Wonach würde die Frau Ferstl? Die Frau Ferstl riecht nach Orange, aber auch ein bisschen Patchouli und Vanille, würde ich sagen. Sehr interessant. Aber dieses Konzept habe ich mittlerweile verworfen. Ja. Erstens ist es ins Geld gegangen. Zweitens hatte ich dann ganz viele Parfümflaschen irgendwo stehen, die ich nie mehr wieder verwendet habe, die dann mich sehr daran erinnert habe. Und weil du das vorher gesagt hast mit Umweltverschmutzung. Also bei mir ist es so, meine Mutter hat immer gesagt, ich bin eine Katze. Also ich dusche mich sehr oft. Ich fühle mich immer wohl, wenn alles so sauber ist und so. Und ich verwende dezente Düfte, um auch die Kollegen nicht einzunebeln und auch mich selber nicht, dass es nicht so eine Duftwolke gibt. Also insofern, das mit dem Parfum war mal, ja. Ich weiß ja jetzt, dass du es warm magst. Ja! Gibt es noch Sachen, die du magst oder nicht magst? Na, da gibt es vieles. Ja, aber auf was beziehst du es? Also ich mag zum Beispiel, ich liebe Natur. Ja. Und ich bin viel zu wenig für meine Begriffe in der Natur. Ich würde gerne in der Natur leben und ja, hoffe noch immer, dass das Leben mir ein kleines Gärtchen oder eine Terrasse oder auch einen großen Garten, wir wollen nicht klein spielen, hineinspielt ins Leben. Also, dass man in der Natur mehr leben kann, das ist etwas, was ich, und zwar in allen Facetten, Wasser, Wald, Pflanzen, Tiere, habe ich sehr gern und das hätte ich gerne mehr noch in meinem Leben. Ja. Und wenn es zu laut ist, das habe ich nicht so gerne. Ich liebe Musik und ich liebe Gespräche. Als Kind hattest du ja sehr viel Fantasie. Das hat sich nicht geändert. Das ist kindlich in mir geblieben. Du hast im Wald Elfen gesehen und ja, mit ihnen geredet. Mhm. Das klingt ja ziemlich lustig. Ich finde es eher seltsam, dass wir keine Elfen sehen und mit ihnen nicht reden im Wald. Für mich sind sie existent. Gibt es auch schöne Texte auf Facebook von mir. Und was hast du so mit den Elfen geredet? Sie haben mir erzählt über Tag und Nacht, wie das ist, wenn die Menschen schlafen, was sie dann machen. Und eigentlich, da gibt es hunderte Geschichten, wir haben alles besprechen können. Was sind deine nächsten Pläne? Ja, meine nächsten Pläne sind Weihnachten. Es gibt ein paar Weihnachtslesungen. Ich habe ein schönes Programm. Das heißt, Weihnachten ist eine schöne Zeit mit meinem Pianisten Christian Koch. Und ja, dann kommt Weihnachten und dann kommt Ausruhen und ein bisschen hoffentlich spazieren in der Natur. Ja. Und dieses Musikprojekt. Also das ist schon etwas, was nahe rückt und ich schreibe sehr viel wieder.
Da bin ich sehr gespannt. Das war schon mit den Fragen, aber ich habe noch eine Schnellfragerunde. Bitte, ist auch eine Frage. Auch Fragen, ja? Dirty Dancing oder Pretty Woman? Muss ich mich entscheiden? Muss ich? Dann Pretty Woman. Naja, ja, und es ist schwer, es ist wirklich schwer. Es ist, bitte mach es eine sowohl als auch Frage. Bitte nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Dirty Dancing und Pretty Woman. Bühne oder Leinwand? Wirklich. Also es ist eine ähnliche Frage wie Spaghetti oder Mousse Schokolade. Es ist beides zum Essen so unterschiedlich. Ich kann mich nicht entscheiden. Muss ich ehrlich sagen. Wohnen, Stadt oder Land? Ja, ja. Ich wohne in der Stadt, würde aber gerne mehr am Land wohnen. Oder vielleicht auch beides. Ups, ich habe lauter beides. Essen geliefert oder selber gekocht? Kann ja. Ich sag dir das Konzept von sowohl als auch. Nimmt beides hier sehr viel Platz ein. Ich koche schon sehr gerne. Und warum koche ich sehr gerne? Weil ich gerne weiß, welche Lebensmittel ich verwende. Also da könnte ich mich entscheiden, wenn ich da entweder oder muss, dann für selber kochen. Lieblingsjahreszeit? Erstaunliche Frage. Hätte ich dir, wenn wir dieses Interview im Mai gemacht hätten, definitiv sofort gesagt Sommer. Mir ist zum ersten Mal in meinem Leben zu heiß gewesen im Sommer. Im Winter ist mir zu kalt gewesen. Ich tendiere zu Herbst. Ob der goldenen Fragen. Aber es ist eine Tendenz. Wahrscheinlich im März sage ich dir definitiv Sommer. Aber jetzt, nach diesem Sommer, würde ich sagen Herbst. Und Lieblingskinderserie? Lieblingskinderserie? Baba, Papa. Bei mir auch. Ja. Ja. Vielen Dank für das Interview. Es hat mich sehr gefreut. Danke dir. Ich habe mich auch sehr gefreut. Du bist eine sehr schöne Seele. Dankeschön.